Herzlich willkommen zu Phasmophobia. Endlich können Jordan und ich eine neue Map spielen. Und das ist Asylum. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Die soll sehr groß sein, weil empfohlene Teamgröße eigentlich 4 ist. Hä? Junge! Hä? Du hast wieder zugemacht. Nee, der war gar nicht offen bei mir. Ja, Junge. Sehr Ach du Scheiße. Hä? Da ist direkt dieses Haus hier. Boah, was? Oh, das sieht ja schon richtig einladend aus. Toll. Was haben wir uns dabei gedacht? Oh Gott. Rezeption? Junge, was ist das für ein riesiges Gebäude? Das Krankenhaus? Gehst du rechts oder was? Ich geh links. Ja, ich würde gern. Geht die von. Ah, die geht so. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Wenn wir Geistern, der das geil findet, wenn wir uns trennen, haben wir mal richtig die Arschkarte hier bei dem Level. Junge, wir haben sowieso die Arschkarte, das kriegen wir ja nicht hin hier. Ist das echte Krankenhaus? Ich glaub's nicht. Das ist oder? Das sieht so aus. Liegen überall so Betten und so? Oh, hier sind auch Lichtschalter, sehr gut. Toll. Bin gespannt, wie lange es noch was bringt. Ich sehe leider gar keinen Lichtschalter. Oh, wie viele Zimmer sind das? Betten hier auch, das sieht ganz schrecklich aus. Ah. Ja, das sieht schon etwas freundlicher aus. Freundlicher? Ja, wenn das Licht an ist. So, ich dachte schon, hier an diesem Gebäude sieht doch nichts freundlich aus. Nein, allerdings. Du Kacke, was das für Zimmer sind. Junge, vor allem wie viele? Das hört ja gar nicht auf. Ja, ich gehe durch die eine Tür durch, komm direkt in die nächste. Hier ist ein Aufzug. Ein Aufzug? Ja, man kann da nicht rein. Das wäre es noch gewesen, ey. Ich muss schon nachher in den Aufzug rein. Ach, jetzt habe ich da hinten schon lang gelaufen. Hinten sehe ich nämlich Licht. Ah, das habe ich mit 2 Thermometer. Machst du immer Licht an in den Räumen? Ja. Da kann man vielleicht auch so Überblick, wo wir schon waren und wundert. Stimmt. Weil da sind immer Scheiben an den Türen, dann sieht man das besser. Ja. Hm? Er hat die Lichter ausgemacht. Jetzt schon. Ah, wenn es nicht so lecken würde, wäre es auch toll. Toll, ich bin im Kreis gelaufen. Nope. Sind es die Sicherungen oder was? Gehen wir denn jetzt lang? Toll. Echt toll. Ach, hier ist der Aufzug. Junge, wie groß ist das denn hier? Jetzt bin ich hier in der Küche. Ist ja riesig. Kein Wunder, dass das für 4 Spieler empfohlen ist. Ja, das macht so ein bisschen Sinn jetzt, ne? Ist das noch eine riesige Cafeteria? Da war ja diese Schule schon schlimm. Ja. Diese Witz geht das doch. Vielleicht gibt es hier auch noch eine 2. Etage, pass mal auf. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Bin hier in so Badezimmer. Bringt aber gar nichts hier. Ich laufe hier einfach irgendwo im Kreis, glaube ich. Weil jeder Raum sieht gleich aus. Ich habe auch so langsam das Gefühl, dass ich irgendwie nur im Kreis laufe. Hm? Ach, jetzt wieder dieser Aufzug. Ich hoffe, dass er wieder irgendwelche Geräusche macht oder so, dass wir den so identifizieren können. Ach, da bin ich geteilter Meinung, was das angeht. Ja, aktuell weder klingeln noch sonst irgendwas. Das Problem ist, wenn wir den Raum gefunden haben, wenn wir da schon so aktiv sind. Ja, da wird es dann schwierig, großartig was herauszufinden.
allerdings. Verdammt, ey. Oh Gott. Ich hasse es. Ich weiß halt leider auch gar nicht mehr, wie es zurückgeht. Ich hab leider auch keinen Plan, wo ich bin. Du musst ja eine zweite Etage geben, wenn es einen Aufzug gibt, dann. So, das ein. Wenn einer von uns das Zimmer findet, wie soll der andere dann einer finden, oder? Das stimmt. Ach, da bist du. Oh fuck. Da war ich gerade drin, er braucht es nicht. Ja. Ja, toll. Mega toll. Ach du Schande. Was? Ach, naja gut, scheint, dass es runtergeht. Ah. Das ist ein Thema. Zweite Etage, ja, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Da ist er locker hier unten. Toll. Hallo? Wo bist du hin? Junge. Ich glaube, ich hier Uhrzeiger. Vielleicht könntest du das. Schlechtes Zeichen. Hä? Das Wut ist ein schlechtes Zeichen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Männerklo ist er nicht. Warst du hier überall schon drin? Hier gleich, ob du gerade drin gehst, noch nicht. Lass die Tür immer auf. Alter, was ist das für ein riesiger Raum hier? Ich glaube, wir sind ganz nah dran. Ich hab ne gefunden! Wo bist du? Weg hier. Wo bist du denn? Hier, geh einfach weiter. Hantet der schon? Nein, noch nicht. Hier drin, weil dort hat er nämlich gerade von meiner Nase die aufgemacht, da war es klar. War aber kein Minusgrad. Ja, hier wären es aber 5 Grad. Hier ist er. Begleit mich raus. Jetzt. So, ich habe mal die EMF wieder hingelegt. Geh! Junge, der kann halt schneller. Oh, ich erinnere schon. Wo ging es denn hier? Hoch? Ah, hier. Hier. Weil das war nicht wieso das Sicherungskraft ist. Super. Und jetzt? Geradeaus, oder? Naja, ich glaube, wir müssen nach rechts, oder? Erst habe ich da geradeaus und nach rechts. Ach du Kacke. Komm, geh hier lang. Hier? Ich sehe halt nichts, ne? Toll. Alter. Sind völlig. Du musst irgendwo am Rand halten. Zurück. Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Ja, oder? Mann, haben wir von hier? Ich weiß es nicht, Mann. Hier? Ach, das ist diese Küche. Ach, dass ich mal einfach durchgehe. Diese Cafeteria. Ja, ich glaube, da kommen wir irgendwie wieder im Kreis von da rauf. Du
mal lieber meine Taschenlampe oben an der Eingang packen sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. So, wo geht's denn hier raus? Das ist ja Katastrophe, Mann. Ja, wirklich. Ich glaube, da einfach die Tür zugemacht, müsste hier irgendwo durch. Ach, Scheiße. Geh mal lang. Boah, Junge. Na, super. Ach komm. Was ist das hier? Was ist der Aufzug? Ja. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, komm. Wir finden nie wieder dieses Treppenhaus. Videokamera dort stehen gelassen, oder? Ja, ja. Ach, Gott sei Dank. Ja, wir müssen ja einfach außen bleiben, irgendwo weht wohl der Ausgang sein. Boah. Erst Treppenhaus wieder gefunden. Lass den hier liegen. Ja. Gut. Ich hab jetzt gar nichts mehr, ich seh nix mehr. So sieht ich so aus. Was ich jetzt mach? Du darfst ihn nicht angucken, dann seh ich nix. Hey, wo geht's denn? Hier lang? Boah, wir müssen mehr Taschenlampe als mitnehmen. Ach, da ist dieser dumme Hubwar wieder. Oh. Warte mal, wo bist du denn? Komm hierher. Komm. Junge. Zwinge. Ach, das ist nur so. Nee. Doch, ich spür's ein bisschen richtig. Hier geht's raus. Ich krieg gleich was zu viel. Es ist doch nicht zu klappen, Alter. Ich spür es. Die waren so dumm angeklotzt, Alter. Ach du Kacke. Dieses dumme Level. Wir kommen hier nie wieder raus. Ja, Mission gescheitert, wir haben uns verloren. Alter, das ist doch nicht zu fassen. Ist das dumme kranke Bett? Warum machen wir hier? Hm? Das gibt's doch nicht. Hier steht aber auch gar kein Anhaltspunkt, ne? Was? Hier ist richtig. Hier ist richtig. Hier ist wieder diese Cafeteria. Pass auf. Junge, hör auf zu labern. Du tappst einfach irgendwo hin, weil du nichts siehst. Aber jetzt ist das Sicherungskasten, findet ihr, ne? So, jetzt komm hier lang. Ja! Haha, hab ich auch gesagt. Wer hat's ne? gesagt? Ja. Junge, du Flasche, Alter! Weil du nicht gemacht hast. Wer tappt da hier im Dunkeln drin? So, du Scheiße. Tschüss dich? Wieder gespannt, diese Flüche. Nö, ich sehe hier nichts rum. Ah, jetzt hat doch. Na, sehr gut. Geisterorb. So, was habe ich dann hier alles dabei? Ah, ich habe noch dieses Gefrierding, das brauchen wir nicht, wir haben ja noch dran.
Nehme ich mal das Buch mit. Und das UV-Licht, oder? Ja, dann nehme ich noch den Ach, die Mokrib. Räucherstäbchen, oh, da müssen wir wieder. Oh, du Scheiße. Ich habe mir Wesenfeuerzeug jetzt genommen. Und was noch? Aber das bringt ja gar nichts. Ah, oh, Junge. Hast du sonst noch was? Ich habe die Geisterbox und Vor du. Feuerzeug und Kerze. Okay, also Kamera brauchen wir gar nicht zwingend, also von daher ist es nicht tragisch. Nee, nicht unbedingt. Was habe ich jetzt nochmal hier? Ah, das Buch. Ja, okay, let's go. Schau, ich habe mir es wieder finden. Wir sind hier links gegangen, oder nicht? Oh, ne, der hantet. Der hat die Tür zugemacht. Scheiße! Welche Tür hat er zugemacht? Der Die Ausgang. hier? Ja. Scheiße. How old are How you? old are you? Are you a child? Hat er aufgehört zu handeln? Ja, ich glaube schon. Nein, der handelt immer noch. Hä? Jetzt hat er aufgehört. Das geht's nicht. Dieser Kerze hier in der Hand. Das geht's echt nicht. Der Tür. Das handelt der hier oben schon, ne? Das ist abartig. Na gut, hier sicher weiß ein bisschen mehr, ne? Okay, let's go. Boah, ey. Bei mir sieht es so hell erleuchtet aus bei dir. Da, wo ich stehe, ist hell, aber wenn ich halt von dir weggehe, weil du leuchtest so in die Ferne, ich kann nur so hier auf der Stelle gucken. Der handelt schon wieder. Ja, lauf einfach weiter. Wenn du sagst. Hier, wo muss hier doch mein Thermometer liegen? Wo ging es denn nach unten? Sogar hier oberhandet, ne? Ach du Kacke. Jetzt will das wissen. Warum handelt der so viel? Da! Was? Es ist aber nichts passiert. Stehe ich jetzt nicht so ganz. Wo lag die Scheiß-Taschenlampe? Hier nicht. Ah ne, das ist hier. Da hinten. Ich mal gerade nach dem MF-Reader gucken. Scheiße, meine Kerze ist ausgegangen. Das schlägt voll aus im F-Level 5. Ist jetzt richtig? Im F-Level 5, sagst du? Ja, voll ausgeschlagen. Ah! How old are you? Are you a child? Okay, im F-Level 5. Der tappt hier direkt rum, Alter. How old are you? Are you a child? Ah! Was? Der mir auf einmal da ins Gesicht gehaucht, der Wichser. Junge, scheiß Arschloch. Oh! Der läuft da rum, du Arsch! Genau da, wo du hingeleuchtet hast! Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht, ich stelle im Eck die Taschenlampe aus. Sag, wenn's vorbei ist, Junge. Er ist vorbei. Wo läuft denn rum? Ich will hier mit dem UV-Licht was finden, aber ich sehe nichts. Buch hat er angeschrieben.
Redest du da nicht, ne? Ist nix. Lass das wieder hoch. Da hab ich gar nichts dagegen. Nee. Scheiße. Huntet der noch? Ja, Mann. Oh, ich hör's. Fuck. Ach du Kacke, dieses Level, Mann. Ist er fertig? Bratan? Ist weg, ja. Hab ich mal auf Vortasler mit Falle gelassen? Ja, hast du. Gut, perfekt. Hier. Ach du Kacke. Was gibt's echt in dieser Typ? Hab ich denn hier eine Hand? Junge, what the fuck? Hä? Wo ist das denn her? Junge, was? Hier hast du stolz präsentiert. Junge, wo hab ich das her? Wollen wir hier was hinlegen? Na, das können wir nicht, da liegt er noch hier. Okay. Was müssen wir jetzt eigentlich noch holen? Ja, Geisterwand müsste jetzt abgehakt sein. Gasorb und EMF Level 5, ja. Wäre halt gut, wenn er was ins Buch schreiben würde. Och nee! Na? Ich hoffe, du bist gleich neben mir gekillt. Ich dachte, du bist gleich gekillt. Der Hand ist immer noch! Das geht's nicht, wie oft handelt der? Der handelt immer noch. Was, guck mich an! Vielleicht geh ich von dir. Er hat aufgehört, komm. Haucht ihm mit seinem Knoblauch da ins Gesicht. Junge, du hast ja Austern gegessen. Vorm Ableben. Na, hör auf, ey. Wie passiert gar nichts, weiß er, wenn er Hand tut. Soll man absolut recht sein. Ungefähr immer kommt gleich die Hände vors Gesicht und packt einer von uns. Ich hoffe nicht. Ja, gut. Ist weg. Da Jordan und ich richtig gute Spieler sind, muss ich aus dem Video zwei Teile machen. Seid gespannt, wie es weitergeht bei Phasmophobia.